Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Subsistence. Schön, dass ihr da seid. Es ist stockduster. Ich bin eigentlich noch genau in der Nacht, wo ich euch das letzte Mal rausgeschmissen habe. Ich habe überlegen, was ich für die Höhlentour noch vorbereiten könnte. Ich dachte so an Premium-Pfeile. Dann ist mir eingefallen, es kostet Metallschrott, also nein, ohne Premium-Pfeile. Wir haben auch quasi nur 2 Folgen Zeit für diese Reise, weil eigentlich schon nach einem Ingame-Tag und meine Tiere komplett versorgt werden müssen. Und ich einfach hoffe, wenn wir schnell sind und 2 Folgen draus basteln, dass ich es dann noch schaffe, dass die Tiere lebend aus der Nummer rauskommen. Das ist so, das kann ich nicht wirklich versprechen, aber ich wünsche es mir vom Herzen. So. Bringen wir doch schon mal die Eier weg. Das Ei. Okay. Yeah. Hier. Das heißt, ich brauche ein paar schöne, rote, saftige Tomatis. 1, 2, 3. Oh, nehmen wir mal 4. Das Wasser von unten. Flop, flop, flop. Das Feuer geht also auch aus. Das werde ich jetzt nicht verhindern können. Und dann geht's gleich in die Höhle. Genau, lauf einmal im Kreis und wieder rein. Guter Plan. Ah. Lassen wir jetzt so stehen. Das ist mit Shift E? Nö. Schade. Ah, nein, nein, nicht verrückt. Wir wollen tauchen gehen. Es geht heute definitiv in die Höhle. Wie gesagt, 2 Folgen Zeit. Damit hier auch alles in anständiger Versorgung bleibt. Flop, flop, flop. Das war knapp. Das war knapp. Upsi. Na, nein, 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 nein. Was mache ich hier? Komische Sachen. So. Ja. Dann schnappen wir uns mal die Sachen. Ich habe auch nur 3 Heilkits. Also ich muss wirklich, wirklich aufpassen. Beziehungsweise das kostet mich die ja nochmal. Medizinzeug. Oh, da sollte ich nicht so viel von ausgeben, falls ich wieder infiziert aus der Nummer rauskomme. Komm, 4 Stück kann ich machen. Achso, warte. Habe ich ja alles hier drin, ne? 1, 2. Passt schon. Verbände. So. Ich nehme mal ein bisschen Revolvermuni mit, weil ich nicht weiß, wie es unten aussieht. Oh. Das ist ja für unsere Fledermäuse gewesen, glaube ich. Für unsere Fledermäuse, für die dreckigen, scheiß gammligen Fledermäuse. So, zack, 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 zack. Das ist meine Ausstattung jetzt. Ich glaube sogar, ich kann den Generator wieder ausmachen. Wir machen Plus. Wenn die Sonne jetzt fleißig scheint, werden wir den ganzen Tag über Plus machen. In 0,59, out 0,56. Jo, und es wird mehr mit dem Innen. Perfekt. Auf geht's. Ja, komm, Tür zu. Schau jetzt die andere noch an. Ach, Mist! Dogma! Wie wär's, wenn ich nochmal unser Essen esse, was ich extra vorbereitet habe? Zack! Höchst Gesundheit gestiegen. Yeah! Oh, für die Ausdauer hat's nicht gereicht? Autsch.
Das ist ja unangenehm. So, ich muss mal natürlich den Föhneingang erstmal wieder finden. Aber das sollte ja kein großes Problem darstellen. Das heißt, wir werden heute Anreise haben und ein bisschen Höhlentour. Und beim nächsten Mal ein bisschen Höhlentour und Abreise. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich bis runter in die Lava Cave gehe, aber eigentlich mache ich das ja immer. Also, wahrscheinlich schon. Aber ich kann es noch nicht versprechen. Mein Hauptproblem ist das Kristall, nicht mal mehr Schwarzkristall, die brauchen wir momentan nicht wirklich. Ich hätte nichts dagegen, wenn es so ein kleines Boot geben würde. Weil wir haben nur zwei große Seen. Und einen Teil vom Meer. Einen ganz kleinen Teil. Aber es wird nicht gut. Ach, da unten ist es doch, oder? Und go. Sobald ich schlecht atme, ziehe ich das Ding an. Zack. Ich bin gespannt, wie schlimm es wird hier unten jetzt. Ah, ich hätte das Gewehr oben. Ah, ich hätte das Gewehr tatsächlich oben lassen können. Da ich das innerhalb des Caves eh nicht nutze. Lange nicht hier gewesen. Na ja, Ersatzsauerstoff. Oh, Heilmittel. Oh, schön, schön. Der kommt hier, der kam auch mal rein. Nee, nicht du, du. Ja, den Kram muss ich wieder mit rausnehmen. Ich gehe wieder weg. Magnum ran. Holz. Auch hier. Okay, dann nachladen. Willkommen im Cave. Kristall, genau. Hauptproblem wird wie immer sein, wenn ich eine Fledermaus höre, sie zu treffen. Aber wenn ich sie treffe, einen Schuss, egal welches Level, falls sich das nicht geändert hat, ist erledigt. Pilze? Gute Idee, nehme ich mit. Aus Prinzip nehme ich auch erstmal wieder ein bisschen Kohle mit.
Aber wirklich wichtig ist die ja nicht. Oh. Das ist ein Feuer, das heißt, hier sind irgendwo Menschen. Die auf dieser Etage sind mir doch recht unangenehm. Wer gepanzert mit fetten Waffen. Das heißt, solange es sich vermeiden lässt in dem Sinne, oder man nicht meine Gier mich übermannt, lassen wir die schön in Ruhe. Mehr Pilze, geil. Ist nicht viel los gerade. Ja. Soll mich ja nicht stören. Ja, das ist natürlich geil platziert, Leute. Fuck! Gut. Ups! Ich muss den anderen Lootbeutel auch noch mitnehmen. Weil wir ja nichts verschwenden. Bis zu dem Moment, wo wir was verschwenden müssen, weil wir keinen Platz mehr haben. Das war noch perfekt. Super. Direkt Essen abgegriffen. Ich weiß zwar nicht, wo sie hier das Hähnchen her haben, aber soll mir auch egal sein. Okay, das Teil. Deine Freunde sind tot im Übrigen. Oh ja, er hat Bock auf mich. Arschloch. Oh. Mal bitte von diesem sehr nah ran müssen, dass ich rot bin, darf. Glaube ich auch gleich schon wieder am Übergang zum Lava Cave runter. Ja, da hätte es meine Zwischen.
Bauchbotze für Lava Cave Übergang. Gut, dann werden wir den wahrscheinlich auch noch betreten. Warum nicht? Nein, 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 nein. Dreckiger! Gammliger! Scheißflieger! Lassen wir da hängen. Hätte ich noch Pilze nicht mitgenommen? Das Kristall ist weg. Boah. Da geht's gleich in die Untiefen. Achso. Dennerzeug, Ersatzspitzhacken, Gemüsechutney. Ah, super. Alles da noch. So. Wir sind mit allen Sachen gut dabei. Oh. Was ich hier? Ah, ich nehme ihn schon mit. So. Das Trinken muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Gut. Gut. Dann gibt es heute noch eine kleine Tour durch den Lava Cave. Also wir machen jetzt alles ein bisschen zielgerichteter. Also, wenn die Zeit das so erlaubt, würde ich tatsächlich einmal sagen, dass wir... Achso, übrigens, unten das Durchscrollen gerade war auch ein neues Feature von Alpha 64. Ich bin gerade mit dem Mausrad durchgescrollt. Ach, echt jetzt? Wir werden wohl nicht darunter klettern, weil das ist Selbstmord, wenn sie da sind. Wisse. Und ich bin zwar grundsätzlich kein Feind von irgendwelchen Risiken, aber Selbstmord ist Selbstmord. Genau dahin. Genau dahin, wo ich dich nicht treffen kann. An die einzige Stelle. Hasse es, wenn... Die KI so komische Scheiße macht. Weil ich laufe eigentlich nur wie ein Trottel gegen die Wand, weil sie glauben, dass sie zu mir kommen. Und Scheiß tun die. Oh, einer?
Wie bei Minecraft, dieses, wenn man geduckt nicht runterfallen könnte. Das wäre jetzt ein Träumchen. Bleibst du bitte mal stehen? Nicht da? Oh, letzte Munition hier drin. Na toll. Bitte nochmal dahin. Der läuft da unten so dumm. Ernsthaft? Wow, ist der weit hochgekommen. Okay. Das wäre aus der Nummer? Dass wir aus der Nummer rausgekommen sind? Okay. Klar. Der ist richtig hochgesandt irgendwie. Okay. Mias. Er hochgelaufen kann, hätte ich das doch theoretisch auch. Oh, Schwarzkristall. Nehme ich natürlich mit, aber erstmal gucke ich hier rein. Wow, hat sich ja richtig gelohnt. Bin stolz. So. Oh yeah. Euch liebe ich ja. Brandmunition, Batterien fertig, okay. Klar. Nicht gut. Komm, die Kohle jetzt hier unten in dem Lavabereich lasse ich weg. Und wir hier definitiv ein paar Prioritäten setzen. Trink mal was. Oh. Eine Fledermaus weniger. Da sind Menschen. Auch da, ich versuche den Kontakt zu vermeiden. Oh, es war der Dreier auch noch. Oh. Dann kriege ich doch wieder voll die Infektionshände. Lass mal. Das wäre mal wieder wahrscheinlich guter Stoff. Oh, fuck. Oh, warte mal, die Fledermaus hat Bock auf ihn und nicht auf mich. Oh, warte mal, ich muss weg. Ah! Schönen Biss von der Fledermaus.
Das Problem ist, irgendwo wird sie ja wieder hin sein. Verschwinden die ja nicht einfach. Waschen. Geil! Dann nehme ich die doch noch mit. Auch wenn es nur Stofffetzen sind, die ich brauche. Komm her. Also muss ich halt dran denken, so Anfang nächster Folge, dass ich Hände wasche und dann ist gut. Beziehungsweise sobald ich jetzt hier die zweite Fledermaus noch zufällig vorher erwischen sollte, mache ich das auch gleich schon mit dem Händewaschen. Aber nur wenn ich sie gleich noch erwische. Oh yeah. Auch wenn, wie gesagt, ich bräuchte eigentlich das andere. Den normalen Kristallen. Aber es wäre wirklich dumm, Schwarzkristall liegen zu lassen. Achso, joa. Oh, da unten ist der nächste Schwarzkristall. Mist. Mist. Nein, aber ich bin nicht infiziert. Nur bluten. Guck ich gleich nochmal, ob ich die Leiche nochmal finde. Ohne Banditenkontakt nach Möglichkeit. Ah, da. Ich dachte fast in der Lava, aber nein, habe ich Glück gehabt. Und jetzt Hände waschen. Thema durch. Geil. Können wir hier mal ein schönes Screenshot von machen? Ich glaube, jeder weiß, was wir heute machen. Ich fände es cool, wenn wir durch die Lavahöhle einmal durchkommen könnten, so ans andere Ende. Das wäre so ein schöner Weg, um dann auch wieder zurückzukommen. Oh, ja gut, dann sind wir quasi gleich am anderen Ende der Höhle. Sehr gut. Oh, noch mit Kristall und eine Kiste. Jetzt wird die Kiste leider spannender. Da wird sonst wie Dietrich drin sein. Waffenteile. Oh, ordentlich Muni. Sehr schön. Jetzt darfst du mitkommen. Pilze da oben. Hab ich noch welche eigentlich? Boah. Machen wir was für die Nährstoffe.
Schönen Dank auch. Also ein bisschen aufpassen mit meiner Mutti hier. Ja, ja, ich weiß, ich will aber da nicht hoch, alles gut. Oh. So, und das wird dann unseren Rückweg markieren hier, ne? Ja. Gut, für die nächste Folge direkt. Super! Dann sag ich ja mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Wir gehen beim nächsten Mal genau quasi im gleichen Stil gezielt wieder zurück nach Hause. Und wenn alles gut läuft, haben wir natürlich ordentlich Kristall mitgebracht. Schwarzkristall, die ich so gar nicht wollte, aber die Bilanz ziehen wir dann beim nächsten Mal, wenn ich hier lebend rauskomme. Obwohl bis jetzt bin ich noch nie in der Höhle gestorben, glaube ich. Oder doch einmal? Ich glaube, bis jetzt habe ich da relativ gute Karten gehabt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.